zum Frühstück. Ohne Gast. Welcome. It was nice seeing you. Deine Fresse, Digga. How is life treat only the best products here? Ding you. See you soon. Oh, wo finde ich Tränke überhaupt? Elwin. Käse und Dreschen. Okay. So. Dann sprechen wir mit Elwin. Ich rüste aber. Den aus den Steinpfeilen. Hä? Wo ist Elwin? Da, vor lauter Wegmarkierungen sehen wir den nicht mehr. So, Elwin, bis zum Schlafen. Das sieht so aus. Elwin! Hallo! Hallo, großer Jäger. Ist es an der Zeit für unseren nächsten Wettkampf? Genug mit dem Zielscheibenschießen, das ist etwas für Anfänger. Oh, woher dieser plötzliche Stimmungswandel? Gisella selbst hat mir einiges beigebracht. Ich habe mittlerweile einige Erfahrung darin, im Wald auf die Jagd zu gehen und wilde Tiere zu schießen. Du hast ohne Frage einiges an Selbstvertrauen dazu gewonnen. Ich habe sogar einen Bären erlegt. Ich habe keine Angst mehr. Einen Bären, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich eine große Sache. Ich habe 9 Stunden dafür gebraucht. Nicht genug damit, dass sie schwer zu töten sind. Sie sind auch schwer zu finden. Kannst du das überbieten? Das wissen wir nicht, bevor ich es nicht versuche. Schön, du hast 8 Stunden. Töte innerlich eine Währung. Ich gebe zu, dass du der beste Jäger bist, den es sie gegeben hat. Dann solltest du aber die... Du verlierst, darf ich deine Server voraus bezahlen. Was soll ich zu... Ich komme später wieder. Nee, Diggi, ein Bären jetzt noch. Da müsste ich da hin. Ich kann die Quest mit der hier verbinden, aber dafür muss ich zuerst einmal wissen, wo ich. Ich glaube, ich weiß, wo ich Kräuter finde. Habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, hierhin zu gehen. Gut. Weil hier drüben, da ist auch nichts mit, mit Kräutern. Außer wenn das der Fall wäre, dann könnten wir es direkt machen. Sind wir schon bald da? Sind wir bald da? Los, schneller. Renn! Warte mal, ich könnte ja eigentlich auch... Marktstand, das sind wir... sind wir nicht so rein. Kräuterhütte! Ja!
Das wär's. Das wär doch was. Nee, hier gibt's keine. Das wär etwas richtig Geiles. Ich baue jetzt mal das Haus da vorne. Hole mir zwei. Also ich baue das Haus. Bau den Kräuterschuppen. Und dann holen wir uns. Machen wir uns die Kräuter selber. Fertiger, Technologie. Kräuterhütte hier. Wurde aus Nüchte. Lass mich raten. Den gibt's nicht. So, Ausnüchterungstrank. Aber der ist nirgends so markiert. Aber warte mal. Kann es sein, dass wir den selber nicht herstellen können? Trinktrank, Ausdauertrank, Heiltrank, Trinktrank, Entrank, das ist das Durstgefühl, eine Weile weniger. Trank des schnellen Heilens, Heiltrank, Ausdauertrank, Wegwarte, Löwenzahn, einmal mit Wasser, hölzerne Fiole, was? Wildschwein, Feld, was? Oh nein. Erst dann können wir den machen. Oh, also wir müssen den kaufen. Schade, schade. Na gut, dann ist es dann halt so. So, was für Ressourcen brauchen wir dann jetzt? 10 Holzstämme, okay. Soll ich hier die Bäume wieder wegmachen? Wenn sie dann nachwachsen, ist gut. Dann haben wir ein paar Bäume in der Nähe. Aber es geht wieder weiter. Oh, ich muss jetzt aufpassen, noch mehr Damage. So. Bam, bam, bam. Und jetzt macht es dann gleich nochmal bam. So. Jetzt bin ich fest. Jetzt bin ich stecken geblieben. Schon wieder. Hä? What? So. Zack, zack. Und jetzt den hier noch. So. 10 Stück, glaube ich. So. Ja, locker easy. Wow, diese Tasche. Was habe ich gekauft damals? Diese große Gürteltasche. Boah, das ist heftig. Ohne die wäre ich aufgeschmissen. Was wir eigentlich auch noch nicht haben, ist Kupfer und Bronze und so. Ne?
Der Rohbau. Boah, der war doch schon 10. Okay. Zack. Zack. Holzstamm, 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 Holzstamm. Holzstamm, 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 Holzstamm. Und jetzt, ich denke mal, das wird das erste Haus werden ohne Flechtwand. Schlechteste, aber aus Steinen. Machen wir Holzwand. So. Holzwand. Holzwand. Weil ich will nicht mehr so viel für Brennholz Zeit verschwenden. So. Ist auch noch Flechtwand. Holzwand. Jeddach. Ich mach ein Holzdach. Holzdach. Vielleicht wird auch die Zufriedenheit besser dann. Aber ich bezweifle es. Es kostet dann gerade mehr. Aber wir wollen ja von Tag zu Tag, wir wollen ja Progress sehen. Wir wollen ja geilere Häuser bauen. Wir wollen, die Bevölkerung weiterbringen. Apropos weiterbringen. Das bedeutet für mich Gewinnung. Holzschuppen, der hat einen Platz für Otto. Würde es dann sind wir Näherei, dann Werkstatt, was will ich denn hier hin tun? Den haben wir, dass wir den haben. Kann ich jetzt auch noch keinen beauftragen. Grabungsschuppen, da würde noch einer Platz haben für das. Bergsteine habe ich jetzt noch nicht. Okay. Das heißt, wir bauen, wir brauchen noch einen Holzfäller. Kaputt, Holz, Falle. So, und die Feder werfen wir jetzt wieder nicht mehr weg. Oh! Einer hat keine Ressourcen mehr. Was? Wer braucht denn Ressourcen? Die Jagdhütte braucht! Messer brauchen die. Also dann. Hey, X für ablegen. So. Ich baue mal ein paar Messer. Knapp.
Steine habe ich auch nicht mehr so viele Stücke, habe ich aber noch. Nur drei Steinmesser? What? Das sollte dann vorübergehend reichen. Steinmesser, 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 hier. Das bedeutet für mich aber Gewinnung. Grabungsschuppen. Aktuell 9 Steine pro Tag und die Produktion in der Schmiede verbraucht 5 Steine pro Tag. Okay. Elf Brennholz. Das heißt, wir nehmen die Hälfte raus und dann machen wir 130 Brennholz mal für den Anfang. Ja, das wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber das muss auch getan werden. So. Ja, ja. Und, was gibt's sonst so Neues? Gestern lief ja Champions League. Und Barca hat bis aus. Das war aber auch schon von vorgestern. Vorgestern. Vor dem gestrigen Spiel bekannt. So, jetzt. Manchmal denke ich, hören sich Wörter komisch an. Vor dem gestrigen Spiel war schon bekannt, dass Barca zu 90% draußen ist, weil Pilsen hätte gegen Inter Mailand ein Unentschieden spielen müssen. Oder gewinnen müssen. Barca hätte gegen Bayern gewinnen müssen. Und dann gegen Pilsen. Dann wären sie weiter gewesen. Weil Stand heute, wenn jetzt Inter Mailand hat jetzt 10 Punkte. Wenn sie das letzte Spiel gegen die Bayern verloren hätten, Barca hätte dann 10 Punkte. Respektive Inter Mailand 8. Ja, es wäre nur aufgegangen, wenn die Bayern dann gegen Inter Mailand gewonnen hätten. Aber sie haben gestern sogar 3-0 verloren. Und ja. Irgendwie liegt das aktuell so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich bin ja ein bisschen am Schauen, wie scheißt der sich jetzt hier. Gut, kein Scheiß genau. Irgendwie liegt das seit ein paar Jahren so in der Luft, dass Barca einfach gegen Bayern nicht gewinnen kann. Und zuerst dachte ich, ja, das hat mit dem Club zu tun, das ist ein Problem, aber auch wenn ich kein Bayern-Fan bin, ich mag Bayern nicht besonders sehr, weil die sind schon ein bisschen komisch und mal abgesehen davon, eben ich mag die Bayern nicht so, muss ich sagen, die haben hervorragenden Fußball gezeigt. Also, vielleicht ein bisschen ernüchternd für den einen oder anderen, der nur auf Action aus ist, aber sie haben mit ihren einfachen Tricks, mit ihren einfachen Räumen zumachen, mehr als eine Person auf dem Ball, sich zurückfallen lassen, haben sie Barca zum Pushen gezwungen, aber Barca konnte keinen Abschluss finden. Sie haben sie immer ein bisschen kommen lassen, zum sie auspowern, aber den letzten Bereich, da hat's gehadert. Und Barca schafft sie in der Liga.